Folgende Aufgabe: Dokumente in nur 3 Minuten viele Kilometer weit verschicken, ohne Auto, ohne Fahrradkurier und natürlich auch ohne Hubschrauber. Wie das trotzdem klappt? Hiermit funktioniert das. Und was dahinter steckt, ist wirklich faszinierend. Schauen Sie mal. Sie ist bis zu 40 Kilometer pro Stunde schnell und flitzt normalerweise versteckt im Untergrund. Statt auf Rädern schwebt sie auf einem Luftkissen. Es ist eine Rohrpost. Was viele nicht wissen, auch im Zeitalter von E-Mail und Glasfaser ist sie immer noch in unserem Alltag präsent. Denn sie hat viele Vorteile. Sie versorgt uns mit Zeitschriften. Sie rettet Leben. Und garantiert sogar unsere Sicherheit. Wie kann das sein? Wir machen uns auf die Suche nach Orten, wo die Rohrpost unentbehrlich ist. Und den ersten Hinweis bekommen wir von der Rohrpost selbst. Am angegebenen Ort finden wir eine riesige Papierfabrik. Auf diesem Maschinenmonstrum werden pro Tag 2,6 Millionen Kilometer Papier hergestellt. Aber wo ist hier die Rohrpost? Erst auf dem Dach werden die riesigen Ausmaße des Werks klar. Zwischen den einzelnen Stationen liegen fast 800 Meter. Deshalb wurde entschieden, hier eine Rohrpost zu installieren. Die Rohrpost braucht wenige Minuten, dann ist sie da. Und vor allen Dingen ist das Schöne, die Rohrpost, die kann sich nicht verlaufen. Ganz hinten, hinter dem weißen Rauch, wird aus Altpapier der Rohstoff für die Papiermaschine hergestellt. Und hier müssen auch regelmäßig Proben genommen werden, um die Qualität des Papierbreis zu überprüfen. Diese Proben werden mit der Rohrpost verschickt. Viele hundert Meter Fahrrohr verbinden deshalb alle Standorte des Werks. Jeder Produktionsbereich ist in wenigen Minuten zu erreichen. Mit der Rohrpost ist die Probe nur Minuten später bereits im Labor und kann sofort analysiert werden. Weil die gigantischen Maschinen 365 Tage im Jahr laufen müssen, sorgt die Rohrpost dafür, dass am Ende immer gleichbleibende Papierqualität herauskommt. Die Rohrpost ist nicht neu. Die ersten Linien gab es schon vor über 100 Jahren. Das Prinzip ist gleich geblieben. Mit Druckluft werden in Röhren Behälter verschickt. Wir schauen uns so einen Rohrpostbrief mal genauer an. Bombe oder Büchse werden sie genannt. Je nach System können sie fast 40 cm lang sein und bis zu 20 Kilogramm transportieren. Das Transportgewicht spielt auch beim nächsten Einsatzort der Rohrpost eine wichtige Rolle. Außerdem ist ein kleines Spielzeugauto enthalten. Hat die Rohrpost irgendetwas mit Verkehr zu tun? Wir sind neugierig und machen uns auf den Weg nach Rostock. Der Tunnel unter dem Fluss ist die schnellste Verbindung zur anderen Seite der Stadt. Für die Durchfahrt müssen wir 3 Euro zahlen. Was hat das mit der Rohrpost zu tun? So, und zwei zurück. Dankeschön. Wir suchen weiter und schauen den Kassierern über die Schulter. 13.000 Fahrzeuge passieren täglich den Tunnel. Je nach Typ kostet die Durchfahrt bis zu 15 Euro. Da kommt einiges an Bargeld zusammen. Hier kommt jetzt die Rohrpost ins Spiel. Ist genug Geld in der Kasse, nimmt die Kassiererin eine Büchse, verstaut das Geld darin und wirft es in ein Rohr am Boden. Wir treffen den technischen Leiter des Tunnels. Er erklärt uns, warum gerade hier an der Mautstation eine Rohrpostanlage so nützlich ist. Ich möchte vor allen Dingen eben natürlich meine Kassierer schützen, dass wirklich hundertprozentig sichergestellt ist, dass hier niemand mit Geld über die Fahrspuren oder im öffentlichen Verkehrsbereich auftaucht. Ralf Vielal zeigt uns, wie der Geldtransport mit der Rohrpost funktioniert. Dazu nimmt er uns mit in den Tunnel unter der Fahrbahn. Von jeder Mautstation zweigt ein Fahrrohr ab, das über Weichen mit der Hauptstrecke verbunden ist. Die Geldbomben flitzen mit 6 Metern pro Sekunde in den Tresor, der sich ebenfalls im Tunnel befindet. Das gesamte System ist zusätzlich mit Kameras gesichert, damit wirklich niemand auf dumme Gedanken kommt. Hier landet die Geldkassette dann im Sicherheitsbereich, wird zwischengespeichert,
bis die Kassierer ihre Abrechnung machen. Am Schichtende fordert jede Kassiererin ihre Tageseinnahmen wieder per Rohrpost aus dem Tresor an. Kleingeld und Scheine werden gezählt, danach versiegelt und später vom Sicherheitsdienst abgeholt. An langen Wochenenden kommen schon mal 60.000 Euro Bargeld zusammen. Damit Sie mal ein Gefühl dafür kriegen, kann ich Ihnen das hier einmal geben. Also das. Jetzt können Sie sich vorstellen, warum man eine Rohrpostanlage benötigt, um die Sicherheit einmal herzustellen und zum Zweiten natürlich auch, um zu vermeiden, dass jemand mit so etwas in der Öffentlichkeit herumläuft. Scheint eine ziemlich sichere Sache zu sein, der Geldtransport per Rohrpost. Aber wir recherchieren einen kuriosen Geldraub in der Berliner Spielbank, die sich Anfang der 80er Jahre im Europacenter am Kudamm befand. In dieser Spielbank gab es eine Rohrpost, um die Einsätze der Spieler sicher in den Tresorraum zu befördern. Das schien bombensicher, bis zu dem Tag, als es Insidern gelang, die Verbindung zu unterbrechen. Mit einer vorgefertigten Weiche konnten die Räuber unauffällig einzelne Büchsen abzweigen. Und waren dann noch so clever und haben nicht alle abgefangen, sondern immer nur jede zweite oder dritte, sodass die oben kein Problem hatten, das runterzuschicken und bekamen die leeren Bomben wieder hoch und die unten nicht das Gefühl haben, oben stimmt irgendwas nicht. Und ich fand das einfach eine wahnsinns clevere Sache. Respekt. Der Raub konnte nie aufgeklärt werden und die Räuber entkamen mit 580.000 D-Mark in bar. Ist die Rohrpost also doch nicht so sicher? Keine Panik. Heute ist so etwas nicht mehr möglich. Am Warnow-Tunnel kann jede Büchse zu jeder Zeit per Mikrochip verfolgt werden. Und wieder bekommen wir einen Hinweis. Es gibt noch mehr Orte zu entdecken, an denen eine Rohrpost im Verborgenen arbeitet. Dort angekommen, stehen wir vor der Uniklinik Rostock. Hier im Keller arbeitet seit wenigen Monaten eine der modernsten Rohrpostanlagen Europas. Das gesamte Klinikgelände ist 2 Hektar groß. Zwischen den einzelnen Stationen liegen viele hundert Meter. In Notfällen kann die Rohrpost deshalb Leben retten. Bei einem Schlaganfall gibt es eine ganz kritische Zeitphase, bis wann man die erste Therapie eingeleitet haben muss, um die Schäden im Gehirn des Patienten möglichst klein zu halten. Wenn also dringend eine Blutanalyse auf einer Station gebraucht wird, dann werden die Blutproben per Rohrpost ins Zentrallabor verschickt. Speziell verpackt in auslaufsicheren Behältern und nur mit halber Geschwindigkeit, damit die Probe nicht zu sehr durchgeschüttelt wird. Ein Roboter setzt die Büchsen automatisch von einer Linie auf die andere. Alles computergesteuert. Jede Büchse hat einen eingebauten Chip und fährt deshalb vollautomatisch ans Ziel. Für ganz eilige Sendungen gibt es sogar Expresslinien. Und so landet eine dringende Blutprobe schon nach wenigen Minuten im Zentrallabor. Zu Fuß würde das bis zu einer halben Stunde dauern. Und hier bekommen wir noch einen Hinweis. Dort treffen wir Holger Happel, der seit Jahren den Berliner Untergrund erforscht. Er erzählt uns, dass hier nicht nur normale Rohrpostbriefe verschickt wurden, sondern auch ultrageheime Büchsen unterwegs waren. Im Zweiten Weltkrieg wurden dann auch teilweise militärische Dienststellen und Ministerium an das öffentliche Rohrpostnetz angeschlossen, sodass sie direkt untereinander kommunizieren konnten. Rohrpost ist abhörsicher, das ist der große Vorteil, warum auch Rohrpost heute noch eine Rolle spielt, überall dort, wo eben dokumentenecht und abhörsicher kommuniziert werden muss. Zum Beispiel im Bundeskanzleramt. Auch die Bundeskanzlerin hat eine abhörsichere Rohrpost? Wir fragen nach und tatsächlich bekommen wir eine schriftliche Bestätigung. Frau Merkel kann mit bis zu 6 Metern pro Sekunde Rohrpostbüchsen mit wichtigen Dokumenten verschicken. Drehen dürfen wir das aber leider nicht. Die Rohrpost ist aus unserem Alltag nicht wegzudenken. Sie transportiert zwar keine Telegramme mehr, aber in vielen Supermärkten, Fabriken und Kliniken würde ohne die flinke Büchse nichts mehr laufen.